Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Trainer vom SV Sandhausen, Alois Schwarz, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und wie immer geht das erste Wort an den Gästetrainer. Herr Schwarz, Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal hallo in die Runde. Ja, ich denke, wir sind eigentlich 3-4 Minuten richtig gut reingekommen. Und habe auch gedacht, wir sind griffig, aber die erste Halbzeit hat dann gezeigt, wir waren dann trotz allem sehr passiv. Der Gegner hatte viel Ballbesitz. Wir wussten, dass wir gegen eine laufstarke und eine zweikampfstarke Mannschaft spielen, die auch hoch anpresst. Und wir haben oft den Weg nach hinten gesucht, haben den Torwart mitgenommen, haben da eigentlich ein bisschen dem Gegner in die Karten gespielt und sind dann auch nicht so richtig rausgekommen, waren nicht ballsicher, haben viele Ballverluste gehabt. Deswegen war ich mit der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so zufrieden. Kriegen dann so einen Elfmeter. Ja, und dann musste erstmal wieder zurückkommen hier in Heidenheim. Das haben wir dann relativ schnell geschafft und haben uns ein bisschen die Pause gerettet. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Wir hatten dann auch mehr mal Entlastung und haben auch mal besser tief gespielt. Sind auch besser rausgekommen. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass wir dann auch in der zweiten Halbzeit mit dem Wind gespielt haben. Was sehr, sehr gut war, ist natürlich Heidenheim viele Flanken geschlagen, was sie auch in ihrem Spiel immer drin haben. Aber unsere Boxverteidigung war hervorragend. Da haben wir wirklich wenig zugelassen. Hatten dann wirklich drei gute Möglichkeiten mit Paco durch den Freistoß, einem Kopfball, der knapp am Tor vorbeigeht. Sebio Soku, der eine riesen Schusschance hat mit links, wo Müller gut hält. Und ganz zum Schluss hätten wir vielleicht sogar noch einen Dreier machen können, wenn der Ahmed vielleicht da besser zielen kann in der Nachspielzeit. Deswegen insgesamt muss man sagen, ist der Punkt für uns nicht ganz unverdient, ja, obwohl wir auch wenig den Ball hatten. Aber wir haben es gut mit Leidenschaft verteidigt. Dankeschön. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, erste Halbzeit war ich insgesamt mit der Art und Weise, wie wir spielen wollten, auch was wir uns überlegt haben, mit Dreierkette mal einen Gegner ins Zentrum zu ziehen, nicht unzufrieden. Man hat es gesehen, wir mussten und wollten das Spiel machen. Sandhausen hat eher abwartend agiert, ist nicht so ins Verteidigen reingekommen. Aber da, wo die Spiele entschieden werden, da sind wir halt nicht so häufig und so gut reingekommen, nämlich in den 16 und zu den Abschlüssen. Wir hatten 2-3 gute Kontermöglichkeiten, als wir in der ersten Halbzeit noch gut gepresst haben, die Fehler auch erzwungen haben. Das war auch Teil des Plans heute. Allerdings so finaler Ball, Abschluss, das war heute ja nicht gut genug. Trotz allem haben wir uns reingearbeitet, hatten einige Aktionen und kommen dann nach einer halben Stunde circa zu diesem Elfmeter, wo wir dann auch nutzen, was normalerweise genau das Spiel in unsere Richtung zieht, was uns nicht passieren darf. Erstmal hat man nach dem 1-0 noch eine weitere gute Konterchance, als Tobi Mohr zum Abschluss kommt, aber was uns nicht passieren darf, die Art und Weise, wie wir dann das Tor bekommen, langer Ball, wir gehen nicht ins Kopfballduell, denken, der Gegner schießt, springen hoch. Man muss dann auch dazu sagen, dass der Abschluss dann perfekt war von Soku, durch die Füße durch, lange Ecke flach. Schwer zu halten oder nicht zu halten. Deswegen hat es das Spiel wieder auf Null gedreht. Trotzdem haben wir schon in der ersten Halbzeit probiert, mit der optischen Überlegenheit dann auch vielleicht nochmal in Führung zu gehen. Ja, und zweite Halbzeit, ich glaube, war klar zu sehen. Wir haben es probiert, konnten aber nicht. Der Gegner hat gewartet auf die Fehler, auf die Standardsituation. In der 66. Minute, Alois hat es gesagt, ganz gefährlicher Standard, der fast drin ist, gerade mal fast ein Rückstand. Wir hatten viele Aktionen über den Flügel, das stimmt, aber die Ausführung war nicht gut. Das war ein Schwerpunkt in der Trainingsarbeit. Aber wir hatten halt Probleme mit der Ballkontrolle bei dem Platz. Die Bälle sind versprungen. Es waren viele technische Fehler dabei. Das war auch ein Grund, warum wir uns zu wenig klare Aktionen dann auch rausgespielt haben. Und dazu kommen, wie es Alois auch richtig gesagt hat, Sandhausen verteidigt mittlerweile extrem wieder sehr gut. Und da ist es eben auch schwer, da bekommst du nicht viele klare Torchancen. Ja, und Stefan Schimmer hat nochmal eine Riesenchance gehabt im 16er, wenn er den Ball kontrollieren kann. Dann geht man in Führung und genauso können wir das Spiel hinten raus bei der Kontersituation verlieren. Wir haben den Ball zu einfach verloren auf unserer linken Seite, haben dann Kevin Müller gehabt, der hellwach war, der dann den Punkt zumindest festhebt. Und ja, wenn man letztendlich die Statistik dann auch sieht, was wir so häufig nicht haben, wir haben deutlich mehr Ballbesitz, aber auch viel mehr gelaufen und hatten mehr als das Doppelte an Torabschlüssen, dann ist natürlich die Enttäuschung da, dass es heute nicht mehr war. Aber ich finde, unterm Strich ist das 1-1 völlig in Ordnung, weil wir einfach zu wenig aus diesem Ballbesitz, aus diesem Spiel in der gegnerischen Hälfte gemacht haben und einfach Sandhausen
ja, dann auch gut verteidigt hat. Und deswegen können und müssen wir heute mit dem Punkt leben. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Benjamin Post, alle Nachrichten, bitte. Ja, Frank, zu Stefan Stummer jetzt mal einen Startelf-Einsatz, aber auch viele Szenen gehabt zum Beispiel, da war das irgendwie so ein bisschen zu sehen, aber wo die Genauigkeit dann fehlt im Abschluss, wie hast du es generell gesehen, sein Spiel? Also erstmal, wie er das Spiel angenommen hat, wie er bereit war, gegen Dumitsch und Zirov in die Duelle zu gehen, wie auch in der ersten Halbzeit der einen oder anderen Ball festgemacht hat, auch in der Luft sich gewehrt hat, war ich zufrieden. Ich glaube, dass es für ihn nicht einfach war, hinten raus da, wo die Chancen kamen. Ich glaube, da fehlt dann die Frische. Wenn du so lange nicht über 90 Minuten spielst, dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Er hatte schon bei einer Flanke auf den zweiten Pfosten die Möglichkeit, direkt abzuschließen, entscheidet sich nochmal, den Ball anzunehmen, nach innen auf den linken Fuß zu gehen und wird dann natürlich geblockt. Und die letzte Szene da, ich glaube, es war auch um die 90. rum, da wurde auch wieder freigespielt auf der anderen Seite. Da muss er den Körper bringen, da muss er den Abschluss suchen, das, was seine Stärke ist. Aber ich glaube, dass es einfach bei ihm dann hinten raus eher ein Problem der Kraft war. Und wenn die Kraft weniger wird, dann passieren Fehler, dann ist die Konzentration auch nicht mehr so hoch. Aber die Einstellung, die Körpersprache, das Positive immer weiterzumachen, das hat mir sehr gefallen. Und ich weiß, dass das alles andere als einfach für ihn heute war. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitte. Wie Aufwand betrieben wir in den Spielen davor, Havertz wieder keinen Sieg. Vertritt er vielleicht eine Mannschaft wie Gartens entgegen, die offensive Fußball spielen, wo man auch mal vielleicht häufiger in Kontersituationen kommt und auch mal die mehr dann die Arbeit machen lassen kann? Weiß ich nicht, ob das dann so klar wird. Ich meine, das haben wir in Hamburg ja auch gehabt und da haben wir die Chancen eben auch nicht genutzt. Da hatten wir auch viele Chancen. Ich glaube, wenn man jetzt mal die letzten drei Spiele nimmt, die wir nicht gewonnen haben in Hamburg, können wir das Spiel gewinnen. Müssen zumindest einen Punkt holen. In Dresden, ja, war lange Zeit so, dass wir da mit der Führung uns erarbeitet haben und dann uns die Souveränität verloren gegangen ist, 60 Minuten gut war. Heute war nicht alles schlecht, aber eben auch nicht alles gut. Und das zeigt einfach, die letzten Spiele war so, ja, Leistungen, wo okay waren, aber so das Besondere, die Entscheidung, die hat einfach gefehlt. Und das brauchst du dann in der zweiten Liga. Und wir haben es gerade schon eben gesprochen, wir haben viele Spiele gerade zu Hause zum Schluss für uns entschieden. Und das gelingt dir halt nicht immer. Und da musst du einfach aus diesem Spiel heute, wie es letztendlich gelaufen ist, musst du einfach mehr zu Torchancen kommen, musst du die Klarheit mehr haben, brauchst du auch mehr dann die Ruhe am Ball, auch die Technik dazu, dass der erste Kontakt dann einfach auch stimmt und es hat gefehlt. Und wie das dann nächste Woche wird, wir spielen am Freitag schon wieder, Darmstadt ist richtig vorne mit dabei, will natürlich da dabei bleiben, hat unheimlich Offensivpower und wir müssen dann genauso wie die letzten Monate auch versuchen, herausragend zu verteidigen, aber natürlich müssen wir offensiv zulegen, weil so reicht's nicht, wir machen dann zu wenig Tore, das ist ein Punkt, was uns schon die ganze Saison begleitet und es liegt mit Sicherheit nicht am Willen. Jeder gibt alles, das sieht man heute auch wieder. Aber wir haben es heute eben nicht geschafft, in den letzten Spielen wie im letzten Sieg zu Hause gegen Hannover, dann einfach auch uns so klare Torchancen rauszuspielen und effektiv zu nutzen. Und das ist das Wichtigste, was du eben brauchst in der zweiten Liga, um erfolgreich zu sein. Und da sind 10 Spiele, da müssen wir weiter arbeiten, da müssen wir positiv bleiben. Und Wichtigste ist, dass die Mannschaft trotzdem so weiterarbeitet, dann werden wir uns auch wieder belohnen. Benjamin Post, alle Nachrichten zunächst nochmal. Ja, Herr Schwarz, Sie haben jetzt den FCH in der Rückrunde als Gegner erlebt. Was schätzen Sie generell für den FCH ein in dem engen oberen Tabellendrittel der zweiten Liga? Ja, das ist immer schwierig einzuschätzen. Letztendlich glaube ich, dass, wie der Frank gesagt hat, da fehlt immer mal so mal vielleicht kurz was Kleines, um dann vielleicht nach dem Spiel Dresden mit 3 Punkten nach Hause zu gehen oder in Hamburg. Und die Liga ist ja so eng und du wirst halt schnell bestraft, wenn du diese Punkte nicht einfährst. Aber letztendlich glaube ich, dass der 1. FC Heidenheim eine sehr gute Runde bis jetzt spielt. Und ich glaube, dass sie bis zum Schluss oben dabei sind. Weil was sie immer haben, ist eine Mannschaft, die nie aufgibt, die immer an ihre Sache glaubt. Und deswegen glaube ich, dass es bis zum Schluss ganz eng werden kann da oben. Markus Bär von SV Sandhausen, bitte. Ja, Johannes Blehn von der Schwetzinger Zeitung fragt an Alvin Schwarz. Nach schwächerer erster Hälfte war Ihre Mannschaft im zweiten Durchgang besser im Spiel und offensiv gefährlich. Was haben Sie ihr in der Pause mitgegeben? Und kurzes Statement noch zu Sergio Sofie. Also wichtig habe ich ja mitgegeben, dass wir uns natürlich mutiger spielen und dass wir nicht so uns passiv verhalten. Das ist die eine Geschichte und trotzdem, Matt auch gesehen, Heidenheim hat sich auch schwerer getan gegen den Wind. Ja. Das ist schon einfacher, mit dem Wind ein bisschen zu spielen. Auch unsere lange Bälle sind da nicht so weit gekommen wie in der zweiten Halbzeit. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Entlastung bekommen.
Aber wir waren einfach zu passiv insgesamt und wir waren nicht mutig. Ja. Das war eigentlich der große Faktor, den wir auch angesprochen haben. Zu Sebio Sokou freut mich natürlich, dass er sein Tor wieder gemacht hat. Er übernimmt Verantwortung. Er ist für uns ein wichtiger Spieler. Wenn er seine Leistung abruft, ist es wirklich auch ein Unterschiedsspieler, den wir da haben. Und ich hoffe, er bleibt auf diesem Weg.